Hallo ihr Lieben, wir unterstützen euch immer gerne bei verschiedenen Projekten zum Thema Ameisen. Und aktuell haben wir hier einen Schüler, der im Rahmen von Jugend forscht, bei uns sein Projekt einmal durchführen möchte. Wie dieses Projekt aussieht, ja, und was er da sich dabei gedacht hat, das wird er euch am besten selber mal zeigen. Im Rahmen meines Jugendforschprojekts an der Schule habe ich mir ein Experiment überlegt, das mit Ameisen zu tun hat. Und dabei geht es darum, dass die Ameisen es schaffen, den kürzesten Weg zu ihrer Nahrungsquelle hier zu finden, dem Rosenbusch in diesem Fall. Und dazu laufen die Ameisen hier über folgendes Gitter und schaffen es, dadurch, dass sie Pheromone auf dieses Gitter rauflegen, den kürzeren Weg von den beiden zu finden. Und dieses Prinzip wird auch in sogenannten Ant Colony Optimization Algorithmen genutzt, die auch die Selbstorganisation von Ameisen nutzen, um sogenannte Probleme des reisenden Handelsmanns zu lösen. Dieses Problem des reisenden Handelsmanns ist für Computer sehr schwer zu lösen, weil es enormen Speicherbedarf hat. Und deshalb sind diese Ant Colony Optimization Algorithmen so wertvoll, weil die es halt schaffen, den Speicherplatz zu minimieren und die einzelnen Agenten, die dann das Gitter durchlaufen, ja, sind praktisch effektiver. Ziel des Ganzen ist es ja, wenn sie das mehrmals durchlaufen, dass sie dann, so die Hypothese, dass sie dann schneller werden, dass sie von Anfang an sich merken, dass das hier der kürzere Weg von beiden ist und dass sie dadurch effektiver werden. Wir haben das Experiment jetzt nochmal neu aufgebaut und das Ganze auch nochmal mit Isopropanol, Alkohol abgewischt, sodass wirklich die Pheromonreste weg sind. Und die Idee des Ganzen war ja, dass sich die Ameisen, wenn sie dieses Gitter langlaufen und wenn wir das in der Mitte dann diesen Teil hier entfernen, dass sie sich merken, welchen Weg sie genommen haben und so von Anfang an auf den kürzeren rauflaufen. Das ist jetzt der dritte Versuch, den wir hier machen. Da habe ich jetzt noch zwei von den beiden kürzeren Streben rangesetzt, dass der nochmal länger wird. Also ich will halt wirklich, dass eine große Differenz zwischen den beiden Wegen ist. Und hier sehen wir, dass die Ameisen sich anscheinend sofort auf den kürzeren der beiden Wege fokussieren, obwohl sie den langen eigentlich noch gar nicht kennen so. Und hier sind jetzt gerade wieder drei mit Blättern. Mit geschnittenen Blättern auf dem Weg und die taumeln hier noch ein bisschen rum.
Das hier ist der vierte Aufbau jetzt. Jetzt haben wir das Ganze so umgeändert, dass das hier der gleiche Weg ist wie im dritten Aufbau, aber das hier ist der, also den haben wir verändert, der ist jetzt ein bisschen länger noch, weil wir hier eine lange anstatt eine mittellange verwendet haben. Und die Ameisen konzentrieren sich trotzdem recht schnell auf den kürzeren von beiden. Wenn euch das mit den Duftspuren und den verstellbaren Wegstrecken soweit gefallen hat, ja, hier ist ein kleines Beispiel, was da so gewerblichen Ausstellern oft anbieten. Das ist jetzt so ein Zwischenelement, was ich jetzt in eine bestehende Anlage einfach nochmal so mit einbauen kann. Und hier hat man die Möglichkeit, zum Beispiel die Wegstrecken über einen Schieber zu steuern. Das heißt also, jetzt wäre jetzt hier die lange Strecke für die Ameisen zur Verfügung. Die müssen halt jetzt mehr Weg zurücklegen. Oder ich kann hier sozusagen so eine Abkürzung nochmal mit einbauen. Ich hoffe, ihr fandet das Thema interessant und habt vielleicht auch Interesse, euer Projekt zusammen mit uns zu realisieren. Vielen Dank fürs Zuschauen.